machen wir uns jetzt mal auf den Weg, diesen faulen Apfel, den Apfel der Zwietracht, zu besorgen. Nachdem wir jetzt hier so erfolgreich eine kleine Herausforderung absolviert haben. Ach, der... Das ist ja, glaube ich, ihr Palast. Und da können wir einen Trank bauen. Das machen wir auch mal. Ein paar Tränke. Auf 15 Felder, so viel haben wir bei weitem nicht. Sechzig, 80, 100. Verteidigung auf 100, das ist natürlich dann Dornen, okay. Ein bisschen Gesundheit schadet allerdings auch nicht. Ein bisschen Betäubung auch. Super. Ja, den haben wir noch nicht benutzt, der steht hier mitten in der Pampa. Und weiter geht's. Nehmen wir ein paar Pferde. So, wo ist denn hier eigentlich? Gibt's hier einen Eingang? Oh, da ist irgendwas. Na, was ist denn da? Ein Gewölbe. Oh, da ist auch was. Ein Fresko. Und da war auch irgendwas. Na, wo ist denn? Was ist das? Sternbild-Herausforderung, okay. Ach. Lass mich in Frieden. Das hier ein schöner Brunnen. So, den hebt sie natürlich in ihren Gemächern auf wahrscheinlich. Der wird wahrscheinlich nicht irgendwo draußen rumliegen. Aphrodites Palast, der majestätischste Anblick auf der ganzen Goldinsel. Der majestätischste bestimmt nicht. Ich denke da an einen speziellen Berg, der ziemlich königlich ist. Ich schätze, du meinst den Olymp, mein guter Zeus. Es wird noch irgendeinen Grund haben, dass da dieses Tor nicht offen ist. Einen mehr oder weniger guten Grund auf jeden Fall. Achso. Können wir natürlich... Ah. Das ist ein ziemlich großer Abschnitt. Ah!
erledigt euch mal gegenseitig. So. Ah, der ist noch blockiert. Hier brauchen wir noch zwei andere Äpfel offenbar. Was ist da hinten? Okay, schauen wir mal. Liegen die zufällig hier oben rum? Hier ist schon mal einer. Ist der andere da auch? Oder ist der dort oben? Wahrscheinlich ist er eher dort oben. No, hier ist er nicht. Und in die Richtung geht's ja auch nirgendwo hin, glaube ich. Ne. Oder dort. Ne. Ah. Jetzt kommt doch da von dem Abgrund weg. Wunderbar. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge Äpfel herumliegen. Okay. Das können wir gerade mal lösen, hoffe ich. Ich schätze, das kommt da einfach hier ran, oder? Ja. War das jetzt so klug? Wahrscheinlich nicht. So, das kommt dahin. Das kommt. Naja. Das passt dann ja. Upsala. So. Dich nach oben. So. 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 Und dich schieben wir nicht hier rein. Ich glaube, das andere Fresko war auch kein Problem eigentlich. Ich glaube, da war ich einfach nur ein bisschen zu dumm. Fürchte ich. Nein, das da. Zack. Zack. Also das eine Fresko, was wir das letzte Mal nicht gelöst haben. Ja. Da haben wir nämlich das. Immer wieder ein paar Münzen, denke ich. Jawohl, zwei zumindest. So, und hier bei den Äpfeln will ich eigentlich sagen, dass es egal ist. Ups. Genau, hier ist der. Hier ist einer. Und den. Ah ja.
Du magst Paris Macht angeboten haben, Hera. Aber es reichte nicht, um den Apfel der Zwietracht zu gewinnen. Natürlich nicht. Das war gar nicht sein Ding. Paris wollte keine Macht. Er wollte Liebe. Mhm. Das wollte er. Athena, wenn Paris den Trojanischen Krieg erahnt hätte, hätte er vielleicht lieber deine Weisheit der Kriegsführung im Austausch für den Apfel gewählt. Aber, ach. Oho, ein Zeitparadoxon! Wow, du bist klüger, als ich dir manchmal zugestehe. Oh, ich bin kurz eingenickt. Was hast du gerade gesagt? Vergiss es. So, und wie machen wir das jetzt hier auf? Dieses Tor hier. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo wir mit dem hin sollen. Ja, wie kriegen wir das denn jetzt hier auf? Ah. So wahrscheinlich. Der Apfel der Zwietracht. Der hat uns in Hades Küche gebracht. Drei Göttinnen im Kampf darum, die schönste zu sein. Ah, aber unsere Heldin wusste, dass der Apfel für Aphrodite mehr bedeutete als pure Selbstvernarrtheit. Deswegen musste sie ihn gewinnen. Ach ja? Was dachte Phönix denn, wofür er steht? Freiheit. Mhm. Dachten wir das? Nee, aber der Typhon kann uns jetzt hier auch nichts mehr tun, weil wir ja die entsprechende, also zumindest kann er uns hier mit dem Achilleus nichts mehr anhaben, denn der ist Geschichte. Dürfte eigentlich auch nicht mehr wiederkommen. Vielleicht ist er jetzt auch eben endgültig im Hades. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Aber ich glaube, jetzt können wir dafür endgültig mal die Aphrodite wieder zurückholen. Was natürlich dann auch schon mal ein Anfang ist. Dann haben wir unseren, naja, zweiten Gott. Hermes ist ja noch da. Eigentlich ist Hermes das hier alles zu verdanken. Der ist wahrscheinlich dann beim Kampf um den Olymp geflohen. Aber das... Aber dadurch ist es ja möglich, dass wir ihn, dass wir die ganzen Götter wieder zurückholen. Das wäre andernfalls nicht möglich. Wäre auch der Hermes gefallen im Kampf? Naja. So. Aphrodite, jetzt magst du vielleicht Aphrodite, wieder. Aphrodite, ich habe etwas für dich. Ich habe genug von deinen Geschenken. Was ich meine ist, ich will nur geben, nicht nehmen. Aber es ist noch ein Apfel für deine Sammlung. Er ist so schön. Ich will ihn. Wusstest du, dass es nicht zum Trojanischen Krieg gekommen wäre? Hätten Peleus und Thetis Eris zur Hochzeit eingeladen? Ich dachte, das hatte was mit Troja und den Griechen zu tun. Ihr Blick sagt alles. Wie konnte ich eins und eins nicht zusammenzählen? Die besten Feste sind die, zu denen die Göttin der Zwietracht ungebeten auftaucht.
Das weiß doch jeder. Kabelei! Dass Hera Athena an den Haaren zieht wegen eines Apfels, die eigene Tochter. Ach ja, der Schönheitswettbewerb. Welcher Trottel hat den Prahlhans Paris zum Richter gemacht? Guck in den Spiegel. Naja, ich hatte ziemlich viel getrunken. Das war nicht Paris Schuld. Hera bot ihm ganz Asien und großen Reichtum. Athena bot ihm großen Ruhm und Kampfesehre. Aber wer, sterblich oder nicht, könnte Aphrodites Gebot der wahren Liebe ausschlagen? Ja klar, Paris wollte ja unbedingt Helene aus Sparta heiraten. Also hat er am Ende seinen Auftrag erfüllt und die schönste Frau auserkoren. Und dann, naja, kam es zum Trojanischen Krieg. Mhm, so aus. Ich wollte den Apfel unbedingt haben. Ich wollte so sehr gewinnen, dass ich einen Krieg verursacht habe, um es Zeus zu zeigen. Alles danach war meine Schuld. Du hast dich nur deiner Natur entsprechend verhalten, Aphrodite. Und deswegen bin ich ohne meine Essenz besser dran. Meine Natur hat nur Leid gebracht. Genau da liegst du falsch, Aphrodite. Du kannst die eine Seite der Medaille nicht ohne die andere haben. Deine Leidenschaft, deine Unberechenbarkeit und, ja, deine Eifersucht, deine Eitelkeit haben Leid verursacht. Aber weißt du was noch? Was? Durch sie sind auch einige der größten Abenteuer entstanden. Epische Geschichten, die berühmtesten aller Zeiten. Ich bin Erzählerin, ich muss es wissen. Klar, wir wären alle sicherer, wenn wir immer zu Hause blieben. Aber alles ist schöner, wenn es bunt ist. Die Leidenschaft ist das Leiden wert. Dieses Gewölbe birgt meine pure Eifersucht und dunkelsten Seiten. Wenn ich dich hineinlasse, werden mich alle verurteilen. Abo. Ich kenne es schon. Aphrodite, zügle dich. Aphrodite, du bist zu anstrengend. Aphrodite, du machst nur Ärger. Aphrodite, du bist zu viel. Dafür sollte man sich entschuldigen. Welcher Idiot sagt denn sowas? Zeus? So habe ich das nie gemacht. Bist du sicher? Du musst nicht um meine oder irgendeine Liebe wetteifern. Du bist genug. Und ich meine, so schön wie du bist, wenn du auch noch eine makellose Persönlichkeit hättest, wärst du schon unerträglich perfekt. Na gut, ich bewege meine Wurzel. Bitte, nimm diesen Segen entgegen, ehe du hineingehst. Aphrodites Kuss. Ha. Du findest mich in der Halle der Götter. Lasst mich, haut alle ab! Es reicht! Habt ihr nichts Besseres zu tun? Zum Beispiel arbeiten gehen? Ich wusste nicht, dass Hermes und Aphrodite sich so nahe sind. Sie haben ein gemeinsames Kind. Nicht wahr? Junge oder Mädchen? Nein. Ah, verstehe. Ein nicht-binäres Kind. Sieh mal an. Prometheus, ich sammle auch Amphoren. Ich gehe mit der Zeit. Amphoren? Ach, nee. Okay, ich weiß jetzt aber nicht so ganz genau, was man jetzt unter einem nicht-binären Kind versteht. War die Wurzel vorher auch schon da? Also, der Riss, nicht die Wurzel.